Willkommen, liebe Passagiere, an Bord der Northwest Orient Airline. Wir fliegen heute nach Seattle. Es ist regnerisch draußen, 4 Grad und ein leichter Wind weht von Südosten. Sind Sie alle angeschnallt? Die Crew wird gleich herumgehen und Sie fragen, ob Sie Lust auf einen Snack oder ein leckeres Kaltgetränk haben. Die Preise entnehmen Sie der Karte an Ihrem Sitz. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen angenehmen Flug, Ihr Captain. Hey, Flugbegleiter! Ja, genau du! Komm her! Ja, Sir, was kann ich Ihnen bringen? Ein Glas Whisky. Das macht dann 14 Dollar. Hier, nimm den Zettel. Warum? Was ist das? Lies einfach. Okay. Ich habe im Koffer eine Bombe. Setzen Sie sich sofort neben mich. Okay, Sir, stimmt das in diesem Koffer? Ich mach den Koffer genau eine Sekunde auf, dann schaust du kurz rein, okay? Hier. Okay, ich glaube Ihnen. Was wollen Sie von mir? Geh ins Cockpit, geh zum Kapitän. Sag, er soll am Boden Bescheid sagen. Ich will 200.000 Dollar Lösegeld. Dann wird keinem was passieren, okay? Keiner von euch wird irgendwas passieren. Ich will nur 200.000 Dollar. Okay, Sir, ich werde den Kapitän benachrichtigen. Dann mach das. Schnell! Der unbekannte Entführer des Flugzeugs trug den Namen D.B. Cooper. Das war zumindest der Name, unter dem er das Ticket gekauft hatte. Die restlichen 47 Passagiere an Bord des Flugzeugs bekamen derweil kaum etwas mit von dieser Aktion. Der Pilot sagte am Boden Bescheid und die Polizei wurde eingeschaltet. Sie rieten dem Piloten, er solle kooperieren. Sie würden das Lösegeld beschaffen bis zur Landung in Seattle. Cooper forderte neben dem Geld auch noch 4 Fallschirme. Warum aber 4? Er wollte wahrscheinlich bei der Polizei so tun, als ob er und die Crew aus dem Flugzeug springen würden, sodass sie ihm keinen gefakten Fallschirm geben könnten. Oder einen, der nicht funktioniert, weil so würde die Polizei ja dann das Leben der Crew riskieren. Während sie noch im Landeanflug auf Seattle waren, scherzte er mit der Crew, bestellte noch ein Whisky, gab sogar Trinkgeld. Er verhielt sich, als würde er gerade den Spaß seines Lebens haben, wenn da nicht sein mysteriöser Koffer wäre. In Seattle gelandet, ließ er wie versprochen alle Passagiere gehen und aussteigen, bis auf die Crew. Guten Abend, Herr Cooper. Ich bin der Bote, ich habe das Geld. Ich bin auch nicht von der Polizei, aber ich habe eine Forderung für Sie. Wenn Sie diesen Koffer nehmen, bitte lassen Sie die Crew auch gehen. Danke für das Geld, aber das wird nicht passieren. Sagen Sie der Polizei, das Flugzeug soll voll betankt werden, wenn die Crew hier leben soll. Sollten Sie das nicht tun, dann wird etwas Schreckliches passieren mit diesem Koffer. Und wir starten gleich wieder, so beeilen Sie sich besser. Ich will einen vollen Tank. Okay, Sir, ich werde Ihre Nachricht weitergeben. Alles cool. Das Flugzeug startete tatsächlich wieder mit dem Piloten, Co-Piloten und einer Stewardess an Bord. 200.000 Dollar Lösegeld und 4 Fallschirme. So, Sie sind also der Pilot und wer fliegt uns dann gerade? Doch wohl kaum die Stewardess. Nein, Sir, es fliegt gerade der Co-Pilot. Ich wollte mit Ihnen reden. Wohin wollen Sie denn, dass wir fliegen? Wo sollen wir hin? Halten Sie den Kurs Richtung Mexiko. Sir, aber unser Flugzeug hat nicht genug Tank bis nach Mexiko. Wir kommen bis nach Nevada vielleicht runter. Aber viel weiter nicht. Okay, dann brauchen wir wohl noch eine Zwischenlandung. Ich schlage die Stadt Reno vor. Dort wird dann wieder vollgetankt. Und jetzt gehen Sie zurück ins Cockpit zum Rest. Ich will hier etwas entspannen. Ich bekomme mit, wenn Sie irgendwelche Faxen machen. Okay, Sir, wir werden das tun. Das Flugzeug war noch sehr weit von Mexiko entfernt, als auf einmal der Pilot feststellte, dass eine Lampe leuchtete. Sie waren allesamt im Cockpit eingesperrt. Und diese Lampe bedeutete aber, dass jemand die Heckklappe des Flugzeugs geöffnet hatte. Und dieser jemand konnte nur D.B. Cooper sein. Hier meldet sich nochmal der Kapitän aus dem Cockpit. Mr. Cooper, was machen Sie denn da hinten? Ist da alles in Ordnung? Die Heckklappe ist auf. Bei mir ist alles in Ordnung. Guten Flug noch. Ich wollte nie nach Mexiko. Soll die Polizei das rückdenken? Ich spring dann mal. Aber Mr. Cooper, das ist viel zu gefährlich. Der Wind ist viel zu schnell. Er ist gesprungen. Er ist weg. D.B. Cooper wurde nie wieder gefunden. Das FBI startete eine der größten Suchaktionen aller Zeiten. Das gesamte Gebiet wurde abgesucht. Bei diesem windigen, nassen, regnerischen Wetter war der Fallschirmsprung extrem riskant gewesen. Er hätte sehr leicht ins Auge gehen können, doch am Boden fand man keine Leiche, keine Spuren, auch nichts vom Lösegeld. D.B. Cooper war wie verschwunden. Doch wie hat er das angestellt? Wie konnte er aus der Wildnis entkommen? Kein Zeuge hatte ihn gesehen. Das Geld wurde nie wieder eingesetzt. Oder starb er doch irgendwie beim Aufprall? Bis heute ist es die einzige ungelöste Flugzeugentführung aller Zeiten. Das FBI hat ihn jahrzehntelang gejagt. Es gab viele Verdächtige. Doch den wahren D.B. Cooper hat man nie gefunden. Der Name stammt aus einem belgischen Comic. D.B. Cooper war damals ein Fallschirmjäger. Der Entführer scheint genial gewesen zu sein. Denn bis heute ist er entkommen. Aber glaubt ihr das wirklich? Kommentiert Hashtag wahr oder Hashtag falsch in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Und haut jetzt den Daumen nach oben kaputt, wenn ihr mehr wahr oder falsch Geschichten hören wollt. Haut jetzt den Daumen aber sowas von kaputt, Freunde, wenn ihr die Story feiert. Ich will die Daumen regnen sehen. Die Auflösung findet ihr im ersten Link in der Beschreibung. Checkt es ab. Dann werdet ihr wissen, ob es die wahre Geschichte ist oder nicht. Das war's von mir, die Welt ist böse und passt auf euch auf.